Im letzten Part von New Super Mario Bros. 2 gab es den spektakulären Kampf gegen Bowser. Und heute wollen wir uns der Sternenwelt widmen. Doch zuvor bezahle ich noch alle Sternenschilder ab, sodass wir am Ende auf 99 Starcoins kommen werden. 90 werden benötigt, um die Level in der Sternenwelt spielen zu können. Also sammelt entweder wie ich alle oder fangt früh an zu sparen. Denn ihr könnt die Starcoins ja nach Belieben ausgeben. Man muss ja nicht jedes Toadhaus freischalten. Die übrigens jetzt auch alle respawned sind. Also sollte man was aus den Toadhäusern benötigen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt zuzugreifen. Allerdings gibt es auch hier noch ein womöglich besonderes Sternenhäuschen, für das wir 9 Starcoins bezahlen müssen. Also es muss ja in irgendeiner Weise besonders sein, oder? Komm, wir gucken gleich mal nach. Denn warum sollte es teurer sein als alle anderen, wenn es hier auch nur eine Goldblume gäbe? Macht doch keinen Sinn. Und tatsächlich! Wir bekommen einen Stern! Finde ich jetzt zwar nicht unbedingt krasser als eine Goldblume, aber es ist was Besonderes. Kann man nichts gegen sagen. Und nun rein in die finalen Level des Spiels. Wie bereits erwähnt, 90 Starcoins werden benötigt, um diesen Pfad zu ebnen, sodass man am Ende auf 0 kommt. Alle ausgegeben. Doch, was ist das? Wie man bereits sehen kann, gibt es auch in diesem Level noch Big Coins. Nur sind es andere. Und ich werde jetzt noch nicht verraten, was für welche. Ihr sollt selbst drauf kommen, wenn ihr es blind schaut zumindest. Alle anderen, seid still. Verratet es nicht. Einen kleinen Tipp. Man kann schon drauf kommen. Es gibt einen Hinweis. Na? Macht's Klick? Ich sag mal so. Schöner neuer Background. Dieses nächtliche Mushroom Kingdom Theme. Mit dem Vollmond. Ja, richtig. Moon Coins warten hier auf uns. Die Frage ist nur, wie soll ich an die rankommen? Ah, okay. Auf ganz entspannt mit dem. Hä? Was zur Hölle? Was ist das für ein seltsames Secret? Ich bin da jetzt nur runtergesprungen, weil ich keine andere Option sah. Aber dass das tatsächlich richtig ist? Schwierige Kiste, du. Da gab es jetzt keinen Hinweis darauf, dass man da unten überlebt. Ich dachte erst an den Koopa-Panzer, aber die Mooncoin war ja in so einem seltsamen Winkel, dass man da niemals hätte rankommen können. Also, ja. Wir haben schon Besseres gesehen, aber offenbar geht das Spielchen mit den Mooncoins genauso weiter. Ich habe tatsächlich gar keine Ahnung mehr über die Sternwelt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Level hier besonders schwer sein werden oder ob die Secrets besonders fordernd sein werden, aber das fängt hier schon mal, naja, lass mich mal sagen, anspruchsvoll an. Etwas, was man in diesem Spiel eigentlich nicht gewohnt ist. Oh! Und wen haben wir denn da? Einen bekannten Gegner aus Super Mario 64 DS und einigen weiteren Games, aber er hat, soweit ich weiß, seinen Ursprung in Super Mario 64 DS. Dort gab er uns genauso wie hier in diesem Game jede Menge Kohle. Ich habe leider seinen Namen vergessen, weil er so einen komplizierten Namen hat. Aber nennen wir ihn einfach den Geldbeutelfrosch. Schön, dass der hier auch noch eingebaut wurde.
Und mal sehen, was für Überraschungen uns in der Sternenwelt noch erwarten. Das erste Level fand ich jetzt schon mal ganz gelungen mit diesem nächtlichen Background. Ja, war was anderes. Einem neuen Gegner. Starcoins teilweise etwas heikel und... Hier waren wohl Künstler am Werk. Oder Trolle. Ich meine... Ich kann doch nicht der Einzige sein, der bei diesen Linien gewisse Muster erkennt. Schöne Muster. Ansprechende Muster, außer es soll ein Hintern sein. Stimmt, das könnte ja sowohl ein Hintern als auch Melonen sein. Großartige Melonen. Leider nicht alle Red Coins bekommen, aber ihr mögt es mir verzeihen, dass meine Augen woanders drauf gerichtet waren. Stimmt, da fällt mir gerade ein, es gab doch eine Zeit lang so einen übelsten Hype auf Eye-Counter, Eye-Catcher, wie auch immer die Dinger heißen. Das habe ich jetzt auch schon so 2 Jahre circa her. Da war das auf YouTube doch richtig groß, dass alle YouTuber und Streamer bei, naja, etwas anzüglicheren Videos diesen Eye-Tracker, so hieß das Ding, genau. Den Eye-Tracker anhat und man genau sehen konnte als Zuschauer, wo man hinguckt. Ja, glücklicherweise besitze ich so etwas nicht und wenn, würde ich es jetzt nicht anziehen. Aber, Joa. Dass das keiner gemerkt hat, beziehungsweise, ja, die Entwickler können ja auch einfach sagen, es sind Berge. Oder Ballons. Vielleicht war man aber auch so überarbeitet, dass man sich bereits nach seinen Frauen sehnte. Man möge es den Entwicklern nachsehen. Ja, Überarbeitung ist in Japan ja schon ein sehr, sehr großes Thema. Wir wissen es nicht. Ich weiß nur, ich habe alle Starcoins und das Level sehr genossen. Weiter zum nächsten. Tatsächlich war das zweite aber einfacher als das erste. Könnte sich hiermit wieder ändern. Weil wann immer ich so ein Gruselthema sehe, erschaudert es mich. Irgendwas muss hier oben sein, aber... Keine Ranke in Sicht. Oh, und hier unten gibt es sogar Strömung. What? Okay, das ist ja mal richtig ausgefallen. Ohne Röhre. Moment. Und Blöcke? Die Münzen zeigen da drauf. Oder auf diesen Block. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht sollten wir den Block mal genauer inspizieren. Natürlich von unten. Für alle Fälle. Nee, da ist nichts. Okay, dann muss in der Röhre was sein. Oder hier? Hä? Sehe ich ja jetzt erst. Da ist ein Loch. Was ist das denn für ein Level? Das ist ja richtig außergewöhnlich. Finde ich gut. Boah, und ich hatte jetzt richtig Angst, dass es ein Fail war, weil es sich so lange nichts getan hat. Ja, und ich denke, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, den Stern zu nutzen, als... Jetzt. Weil jede Menge Geister in Kombination mit einer Strömung und einer Mooncoin, nicht Starcoin. Wild. Achso, die Röhre ist dann der Rückweg. Ja, macht Sinn. Alles klar. Nee, das Level gefällt mir gut. Weil es vieles anders macht. Und gerade für dieses Spiel... Oh, Starcoin, Starcoin, Starcoin! Gerade für dieses Spiel sehr, sehr außergewöhnlich ist. Auch hier könnte jetzt eine Ranke drin sein. Nein. Aber ich muss irgendwie da raufkommen. Wie mache ich das denn? Hä? Oder wollen die, dass ich mit dem Tanuki da rauffliege? Nee, ne? Das wäre jetzt schon... Verdammt. Oh, was heißt hier verdammt? Also, ich bin nicht ganz sicher, wie man diese Münzen und Blöcke triggert, aber... Hat funktioniert.
Oh, und ich könnte tatsächlich noch ein weiteres Power-Up benötigen. Also immer her mit den roten Münzen! Sie sind mein! Oh! Hier oben ist die dritte Starcoin, oder? Oder? Nein? Aber hier drüben? Auch nicht. Oh! Oh! Doch, doch, doch. Die Münzen haben es angezeigt. Doch noch eine Ranke. Siehste? Die Entwickler, die können halt nicht anders. Ranken waren wahrscheinlich bei denen im Editor auf Platz 1. Und ja, ich weiß, die eigentlichen Spiele werden natürlich nicht mit so einem Editor wie in Mario Maker gemacht, aber der Vergleich, der lag gerade etwas nahe. Und nach den Gegentreffern wird sich ein weiterer Tanuki gegönnt. Den wir bitte nicht gleich nochmal verlieren. Aber wir können einfach durch. Denn mittlerweile haben wir alles. In diesem besonderen Level. Daumen hoch dafür. Da hat man sich mal was getraut. Ich weiß auch gar nicht, wie groß die Welt ist. Vielleicht so viele Level, wie es Welten gibt. Also 9. Who knows? Oh je. Porkupuffer. Das könnte unangenehm werden. Und dann auch noch ein Scrolling-Level. Mit Mini-Mario? Yo! Was denn noch alles? Na gut, viel schlimmer geht's ja eigentlich schon nicht mehr. Da hat sich jetzt alles zusammengetan, was nicht zusammengehört. Mini-Mario, Porkupuffer, Scrolling-Level. Langsames Scrolling-Level, wohlgemerkt. Starcoin-Verdacht hier oben. Tatsache. Mooncoin, Entschuldigung. Die Gewohnheit. Die sehen aber auch echt süß aus, die Monde, ne? Muss man schon sagen. Gemeinhin sind die Monde auch als One-Up-Geber bekannt. Oh, brauche ich den Mini-Mario noch? Weiß halt nicht. Doch, ne? Bestimmt. Ich würde schon drauf wetten, dass da spätestens am Ende irgendein Secret für Mini-Mario bereitgehalten wird. Deswegen sammeln wir auch die Red Coins nicht ein. Das schafft nur neue Probleme, auf die wir verzichten können. Allerdings fällt mir gerade auf, ich habe ja den Checkpoint aktiviert. Ich hoffe, die haben dran gedacht, beim Checkpoint auch noch einen Mini-Pilz irgendwo zu integrieren. Möglicherweise in dem einen Question-Block, den ich gerade aktiviert habe und wo nur eine Münze rauskam. Das ist nämlich meistens ein Zeichen dafür, dass da eigentlich ein Power-Up drin ist. Aber noch besser wäre es natürlich, wenn wir einfach gar nicht sterben und alles richtig machen. Und da ist sie! Da ist sie, die Röhre! Kurz vor Levelende. Das Wasser steigt, aber ich will jetzt kein Risiko eingehen. Ich will erstmal den Porkupuffer weglocken. So. Und rein da. Mit Köpfchen. Ganz wichtig. Nicht nur beim Investieren, auch in diesem Spiel. Und das ist tatsächlich die zweite Starcoin. Das habe ich mir schon fast gedacht, beziehungsweise erhofft, weil das Level ist fast vorbei. Und wir haben noch zwei gefehlt, aber es war eben noch nicht das hundertprozentige Ende. Ach du Scheiße. Nein! Eieieiei! Was ist das denn? Uhuhu. Das war sehr, sehr wild. Zu wild, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Wow! Bei der dritten Starcoin hat's gebrannt. In einem Level, in dem sehr viel Wasser vorkommt. Das spricht Bände. Wenn es mit dem Schwierigkeitsgrad weitergeht, dann könnte es echt nochmal eklig werden. Apropos eklig. Ich schlage vor, wir wechseln die Gestalt zu Feuerblumen-Mario. Und genießen dieses
Wolkenlevel. Ja, doch, hast recht. Tanuki ist noch besser. Und am allerbesten wäre die Wolke dieses Lakitu! Mooncoin? Ja oder nein? Komm schon. Ja, hier! Ich habe eine! Allerdings jetzt keinen sicheren Boden mehr unter den Füßen. Kein Problem. Immer schön ruhig bleiben. Fallschirm ist gezückt. Nächste Wolke bestellt. Per Expresslieferung. Hier geht's auch wieder rauf. Beziehungsweise war der Rückweg von diesem Mooncoin Secret. Und ja, es war die erste, also alles gut. Ich könnte auch auf zwei Tanukis wechseln. Aber... ich glaube, ich bleibe bei einem und einer Feuerblume. Wow, das war gerade wieder sehr heiß. Das Ding ist halt, in dem Level mit Lakitu musst du eigentlich permanent drauf bestehen, die Wolke einzusammeln. Okay, du musst weg. Du musst weg. Gut gemacht. Ja, du musst eigentlich permanent drauf bestehen, die Wolke zu schnappen, weil halt jederzeit... Ach, es musste passieren. Ich hatte aber auch keinerlei Speed, ne? Schade. Aber das ist es halt. Ich weiß nicht, ob ich durchrennen kann jetzt. Sprich, ob es nur am Anfang eine Mooncoin in der Luft gab. Oder nochmal am Ende. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, auch am Ende. Oh nein. Der Stachy hat es jetzt nochmal ganz eng gemacht, aber zumindest aus der Situation haben wir uns klug rausgerettet. Komm halt hier leider nicht an das Lakitus Wolke ran. Ach komm, ich renne jetzt doch durch. Da hat sich dann aber doch nochmal eine Möglichkeit ergeben, an seine Wolke zu kommen. Und das ist der Rückweg aus einem Secret. Hier ist der Eingang. Boah. Da bin ich dann doch ganz froh, dass es bei einem Fell geblieben ist. Und ich kann auch nur jedem raten, hier auf die Tube zu drücken, weil je mehr Stachis im Spiel sind, desto schwieriger wird es, das Gewicht zu verteilen. Das Level kann noch fieser sein. Ich sehe einen Trend Richtung Eskalation. Oh, aber wir sind wohl doch schon fast durch. Es sind 8 Level. Und vielleicht packe ich die alle in diese Folge. Mal sehen. Dazu müssen wir jetzt aber hier in dem Level mit dem besonderen Setting durchkommen. Das finde ich wirklich großartig, dass man sich zumindest für die Sternenwelt nicht hat lumpen lassen, einiges Neues zu probieren. Zumindest für NSMB2-Verhältnisse. Wir hatten jetzt kein Grusel-Scrolling-Tower-Level. Wirkt zwar etwas willkürlich, aber für so besondere Welten wie Pilz, Flower und Blume. Ja, eben nicht. Pilz, Blume und Stern. Deswegen, wenn man schon mit Deutsch angefangen hat, auch weitermachen. Da kann man sowas bringen. In der normalen Welt hätte ich jetzt gesagt, ja gut, puh. Das müsste dann aber auch sehr akkurat in den Background der World Map integrieren, damit das nachvollziehbar ist. Aber hier geht alles. Gleich da rein. Fühl ich. Gerade mit Tanuki-Schwanz sind die Fishbones auch nichts weiter als Gräten. Wobei man ja schon bei Gräten auch aufpassen muss, ne? Nicht mal unbedingt die großen. Wenn man jetzt so einen riesigen Karpfen frisst, dann sollte man
schon drauf vorbereitet sein, dass der riesige Gräten hat. Aber es gibt auch ziemlich viele Fische. Mit winzig kleinen. Und man dann nicht sofort merkt, dass im Filet noch zwei, drei drin stecken. Das kann böse enden. Also meine Tante wäre auch tatsächlich fast an der Grete erstickt. Fisch ist geil, aber man muss es mit Vorsicht genießen. Genau wie Frauen. Und die Frauen, die Männer. Die falschen Männer. Die sie sich ja leider sehr häufig raussuchen, aber anderes Thema. Bisschen viele tote Fische hier. Das ist die Folge von Überfischung. Also immer die Nachhaltigkeit auch im Auge behalten, Leute. Oh, und jetzt bin ich fast ein bisschen enttäuscht, dass die letzte Starcoin hier einfach auf dem Präsentierteller liegt. Klar, da waren jetzt viele Fische, aber die zerstören sich ja auch gegenseitig und mit der Nuki-Schwanz einfach abzuwehren. Aber okay. Dann hört jetzt wenigstens dieses arschlangsame Scrolling auf, was den Part nochmal unnötig in die Länge zieht. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, das wird heute die längste Folge. Ich hoffe nur, sie wird nicht zu lange. Weil das triggert mich dann wiederum ein bisschen. Letztes normales Level des Spiels. Oh. Brandheiß, ja. Ja, gut. Hätte ich auch schade gefunden, wenn man hier nicht noch ein Lava-Level integriert hätte. Ich weiß nicht, soll ich da jetzt jeden Münzen, die erscheinen, hinterherjagen, oder ist das als Bonus zu betrachten? Sieht wohl danach aus. Denn hier haben wir die erste Mooncoin. Eieieiei. Von überall her kommen sie. Die Hotheads. Grillsüchtig. Wie ich im Sommer. Also mit meinem neu bestellten Grill haben wir schon echt übertrieben, du. Ist halt einfach was an. Ui! Nice. Ist halt einfach was anderes, wenn du da so eine richtig schöne Kiste hinstellst. Und die dir alles punktgenau brät. Uiui, was ist hier denn los, du? Zum Glück war der Bonusraum nicht sonderlich groß. Kurzzeitig ist mir da schon das Herz in die Hose gerutscht. Ja, generell. Also wenn du hier nicht im richtigen Rhythmus bist, ey. Und wie hätte ich jetzt hier diese rote Münze noch bekommen sollen? Wie auch immer. Ich hab doch ein pralles Inventar. Nur keine Panik. Ist doch alles gut. Und auch die Feuerschnecken. Oder Schlangen eher. Die können mir nichts. Nette Ideen. Hält mich aber nicht auf. Mario Number One. Auf zum allerletzten Level. Das finale Schloss. Hier in der Sternenwelt. Mit dem Secret Boss. Soweit ich mich erinnern kann, war aber auch der Weg dorthin nicht sonderlich einfach. Wir treffen nochmals auf die Cooperlinge mit dem Medusa-Klo. Und das kann wirklich ätzend werden. Mit all den Hindernissen hier. Ein Castle, das Hauptteils des Spiels, also von Welt 6, kamen sie ja nur ganz am Ende. Aber hier begleiten sie uns, soweit ich mich erinnern kann, wirklich durch das ganze Schloss.
und tyrannisieren uns. Ja, da wollte ich nochmal zurück wegen der Starcoin. Dumme Idee. Vielleicht aus mehreren Gründen, aber gut. Lieber so ein Gegentreffer, als durch Versteinerung in die Lava baden gehen zu müssen. Und interessanterweise habe ich jetzt schon 2 Starcoins, obwohl erst ein Viertel des Levels durch ist. Hier ist auch schon der Checkpoint. Was? Ach Mann. Durch die Dulli-Aktion habe ich es versäumt, einen weiteren Tanuki fürs Inventar zu bekommen. Oh oh. Dann muss jetzt aber gut performt werden, Leute. Sonst verbrennen wir uns nicht nur die Finger, sondern den ganzen Körper. Aber teilweise frage ich mich schon, wie willst du denn da so schnell reagieren? Wie hier zum Beispiel. What the fuck? Ja, das war's dann wohl. Okay, diesmal weiß ich ja zumindest, dass die Starcoin da erscheint. Aber wird mir das viel bringen? Los, lass. Ist das dein Ernst, Mario? Er lässt sogar los, aber springt in die falsche Richtung. Oh, Mann. Let's go. Okay, das muss es sein. Perfekt. Alles perfekt abgetimt. Aber wenn ich jetzt nochmal sterbe, war alles umsonst. Also durchhalten. Und ich merke, es wird nicht einfacher. Und es ist noch ein gutes Stück bis zum Ende des Levels, als ob ich darauf reingefallen bin. Was soll das werden? Oh, ist das gemein. Ist das gemein. Die rettenden Mauern sind auch noch in der Luft. Alter. Aber wir haben es geschafft. Hui! Wenn sie wollen, dann können die Entwickler auch fies und anspruchsvoll sein. In New Super Mario Bros. 2. Die letzte Starcoin war echt nicht ohne. Und nun der finale Fight gegen den Secret Boss. Alles sieht gleich aus. Wie im Hauptcastle. Derselbe Boden, derselbe Vorhang. Aber nicht dieselben Flammen. Zumindest farblich nicht. Diese hier sind blau. Was könnte das nur zu bedeuten haben? Richtig, wir kämpfen gegen Knochen-Bowser. Welcher aber einfach nur ein Reskin von Bowser ist. Also ich glaube nicht, dass der andere Attacken hat. Allerdings, wie man schon sehen kann, kann ich ihn verständlicherweise mit der Feuerblume nicht besiegen. Ah, okay. Er kann Knochen schmeißen. Der normale Bowser hatte noch die Möglichkeit, Hämmer zu schmeißen. Hat er bei mir nicht gemacht. Aber habe ich in den Kommentaren erfahren, der kann Hämmer schmeißen. Und dementsprechend schmeiß Knochen-Bowser Knochen. Und man hat die Knochen gerade richtig brechen gehört. Ich glaube, er ist ein für alle Mal in sich zusammengebrochen. Oder? Sind wir ihn hiermit los? Ihr könnt es euch selbst beantworten. Nein. Natürlich nicht. Auch gegen Knochen-Bowser gibt es noch ein Giga-Battle. Oder eher eine Giga-Flucht. Und ich glaube, das ist exakt dieselbe Chose wie gegen den normalen Bowser. Also sollten wir gewappnet sein. Gegen all die fiesen Tricks, die er drauf hat. Ja doch, also es müsste dasselbe sein. Ich kann jetzt zumindest nicht erkennen, dass er irgendwie schneller zuschlägt oder die Plattformen sich schneller bewegen, schneller abstürzen. Nee. Wirkt auf jeden Fall wie derselbe Kampf. Nur, dass die Flammen blau sind. Und das hat schon was, muss ich sagen. Das hat schon was. Wie auch der Reskin. Ich glaube, Knochen-Bowser ist ziemlich beliebt. Deswegen haben sie ihn hier ja auch integriert. Ich weiß gar nicht, wann hatte der eigentlich seine Geburt? Das könnte ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht sagen.
Gab's ihn schon in New Super Mario Bros. Für den DS? Ich glaube schon. Und könnte das seine Geburt gewesen sein? Ja, doch, Tatsache. Ich glaube, ich werde es euch mal einblenden. Nachdem ich ein bisschen Recherche betrieben habe, aber Stand jetzt würde ich sagen, New Super Mario Bros. Oder ein Mario Kart. Könnte auch sein. Am besten cool bleiben. Sich weder verbrennen, noch mit den Tatzen vernichten lassen. Wir haben aus den Fehlern gelernt. Oder auch nicht. Wobei ich da jetzt auch kaum eine andere Möglichkeit hatte. Ich musste mich ja von der Flamme treffen lassen eigentlich. Und jetzt weiß ich wieder nicht, wo er hinschlägt. Ja, du musst halt wirklich lange auf einer Seite verweilen. Um kein Risiko einzugehen und... Ich bin durch. Oh. Du, da ist mir der Puls aber schon nochmal nach oben gestiegen, ey. Aber sollte ihn Lava eigentlich nicht auch völlig unbeeindruckt lassen? Wie dem auch sei, Mario gewinnt erneut. Nur gibt's diesmal keine Prinzessin zu retten. Sie hat allerdings ihr Höschen hier vergessen und das bringen wir ihr jetzt. Kleine Anspielung an Super Mario RPG. Ja, da konnte man ja wirklich intime Wäsche von Prinzessin Peach finden. Guckt euch das Let's Play an, wenn ihr es mir nicht glaubt. Im Sternpaket ist eine neue Welt für den Münzrausch verfügbar. Feier, fröhlich. Du hast alle Mondmünzen im Spiel gefunden. Und ich denke auch alle Starcoins. Du hast alle Level im Spiel geschafft. Ja, das ist ja großartig. Natürlich kommt trotzdem als nächstes noch der Bonus-Content mit dem Münzrausch und den DLCs. Also dranbleiben und Like da lassen. Bis bald.